Es ist wunderbar zu beobachten und zu sehen, unseren Gott, an welchen wir glauben, oder seine Eigenschaften zu erfahren, wie unser Gott ist, an welchen wir glauben. Und ich möchte, dass wir heute darüber mehr uns ausrichten oder fokussieren darauf, dass wir Gott danken. Und zwar danken dafür, dass Gott gut ist. Es ist vielleicht schwer manchmal zu feststellen, dass Gott gut ist, besonders in den Situationen, die uns eigentlich traurig machen. Aber Gott möchte, dass wir diese Eigenschaft in ihm sehen. Bevor wir die Stelle lesen, ganz kurz zu heutigen Tag, was ich auch erlebt habe. Wie schon vermeldet wurde, waren auf einer Beerdigung, wo ein ungläubiger Mensch gestorben ist. Und es war traurig zuzuschauen, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben, wie sie leiden. Und man ist selber so niedergeschlagen und es tut einem so leid. Und dann sagt zu mir ein Bruder: Danke Gott, dass du gläubige Eltern hattest, die dich auch anders erzogen haben, denn dieser Mann wurde ungläubig erzogen. Und das war für mich so eine Hilfe, zu erkennen und zu sehen, wie Gott gut ist, dass ich aus dieser Situation herausnehmen könnte, dass Gott zu mir gut ist und dass Gott zu dir gut ist. Gott ist gut und das ist seine Eigenschaft. Und ich möchte Markus Kapitel 10 lesen. Markus Kapitel 10, Verse 17 und 18. Markus Kapitel 10, Verse 17 und 18. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Hier ist dieses Zeugnis, was Jesus Christus über sich selber sagt, aber auch über den Vater, über den Heiligen Geist, dass Gott gut ist. Und wenn es hier heißt, niemand ist gut als Gott allein, dann könnte keiner von uns hier sagen, dass wir uns dazu zählen, dass wir gut sind. Vielleicht hätten wir uns manchmal gewünscht, in manchen Situationen, dass die Menschen über uns gut denken oder dass wir über uns gut reden. Aber hier steht es, niemand ist gut als Gott allein. Und die, wie Kinder Gottes sind, ich denke, das ist genau das, was uns bewegt hat, dazu zu Gott zu kommen, weil wir erkennen durften, dass wir nicht gut sind, dass wir böse sind, dass wir sündig sind. Und das ist genau das, was Gott hier sagen möchte: Niemand ist gut. Wir lesen in der Bibel, alle haben gesündigt. Und wenn alle gesündigt haben, dann kann es nicht jemand von ihnen sein, dass er sagen würde, er ist gut. Nur Gott allein ist gut. Und das ist das, was ihn ausmacht. Er ist gut. Er hat immer gute Absichten. Und das ist das, was anziehend ist, wenn jemand gut ist. Wenn jemand helfen möchte, zum Beispiel einem, der verstanden hat, dass er böse ist, dass er sündig ist, dass er sagt, ich möchte dir helfen. Und das zieht einen an. Und ich denke, das ist das, was uns gezogen hat. Wir wollten frei werden von unserer Schuld und von unserer Sünde. Und Gott ist gut, der einen die Sünde vergeben kann und vergibt, gerne vergibt. Und der Psalmist schreibt es in Psalm 34, Psalm 34, Vers 9. Psalm 34, Vers 9. Schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Oder schmeckt und sieht, wie gut der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Es könnte keiner schreiben diesen Vers, der keine Erfahrung hat mit Gott gemacht. Wenn wir das vergleichen mit einer Speise, die wir schmecken und dann empfehlen dem anderen und sagen, diese Speise schmeckt gut. Es könnte keiner mir erzählen, dass die Speise gut ist, wenn er sie selber nicht geschmeckt hat. Und hier schreibt der Psalmist, schmeckt, wie gut der Herr ist. Er hat es erfahren und er gibt diese Aufforderung oder Empfehlung weiter. Schmeckt und sieht, wie gut der Herr ist.
wie ich schon erwähnt habe, in den Speisen, wenn wir sie schmecken, sehen wir trotzdem den Unterschied, dass manche Menschen sagen, das gefällt mir oder das schmeckt mir. Die anderen sagen aber, das schmeckt mir nicht, obwohl sie die gleiche Speise essen. Und so unterscheiden wir uns als Menschen. Aber hier sagt der Psalmist, schmeckt und sieht, wie freundlich oder wie gut der Herr ist oder wie gut Gott ist. Er sagt nicht, es ist abhängig von Menschen, ob es dir gut schmeckt oder nicht gut schmeckt, sondern er sagt, seht, wie gut. Es schmeckt gut. Es kann nicht schlecht schmecken. Schmeckt und sieht, wie gut Gott ist. Diese Wahl gibt es nicht bei Gott, dass einer sagt, es schmeckt mir nicht. Es kann nur gut sein. Und ich denke, jeder von uns, die wir Kinder Gottes sind, würden dieses Zeugnis geben. Gott ist gut. Und wie lange wir schon im Glauben sind, würden wir dieses Zeugnis geben, dass Gott gut ist. Und deswegen wollen wir auch nicht weg von ihm, weil er gut ist, weil es seine Eigenschaft ist, dass er gut ist. Und in 1. Petrus lesen wir die ersten drei Verse. 1. Petrus Kapitel 2 von Vers 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich oder dass der Herr gut ist. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Wir haben gelesen am Anfang, seht, wie gut der Herr ist oder schmeckt, wie gut der Herr ist. Und hier ist es über das der, oder zu denen gesprochen, die geschmeckt haben, wie gut Gott ist. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, wie der Herr gut ist. Und wenn es wirklich, wie es geschmeckt haben, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn du geschmeckt hast, dass Gott gut ist, so habe diese Begierde und Verlangen, wie dieses Kind hat, diese Begierde und Verlangen nach dieser Milch, habe diese Verlangen nach dem Wort Gottes. Und ein Bruder hat das so geschrieben, dieses Kind, welches aus der Quelle oder aus der Mutter herauskommt, verlangt auch nach dieser Quelle, wo die Milch rauskommt. Und dieses Kind begehrt es danach. Und es ist sichtbar, wie die Kinder so danach begehren und verlangen. So auch wir. Diese Begierde nach dem Wort Gottes. Wir lesen auch in 1. Petrus 1,23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wir sind wiedergeboren, auch durch den unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort. Wenn wir wiedergeboren sind aus dieser Quelle, aus diesem Wort Gottes, dann werden wir aufgefordert. Hab Begierde danach, wie dieses Kind nach der Milch, hab Begierde danach, nach diesem Wort Gottes. Wenn ihr geschmeckt habt, wie gut Gott ist. Und ich habe extra diese ersten Verse in Kapitel 2 mitgelesen, weil da sind Hindernisse und die Punkte, die aufgezählt sind, sind Hindernisse dafür, dass wir diese Begierde haben nach dem Wort Gottes. Weil es steht hier, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Legt es ab, weil es ist ein Hindernis, um diese Begierde nach dem Wort Gottes zu haben. Wenn du bezeugst, dass du geschmeckt hast, dass Gott gut ist, so habe diese Begierde nach dem Wort Gottes. Und Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung kann ein Hindernis dafür sein, dass ich begehre nach diesem Wort Gottes. Gott ist gut. Wir werden aufgefordert zu schmecken, die ihr noch nicht geschmeckt habt, wie Gott gut ist. Ihr werdet aufgefordert oder ermutigt dafür, schmecket, wie gut Gott ist. Und wenn ihr geschmeckt habt, wie gut Gott ist, so werden wir aufgefordert, dass wir dieses Verlangen haben nach dem Wort Gottes. Wie dieses Kind, dieses kleine Kind verlangt hat nach der Milch, so als wir Kinder Gottes
Wir müssen das Verlangen haben nach dem Wort Gottes. Damit wir wachsen, wie dieses kleine Kind durch die Milch wächst und größer wird, dass auch wir durch das Wort Gottes, dadurch, dass wir es begehren, lesen, studieren, dass wir auch wachsen können in dem. Und heute möchte ich, dass wir am Anfang danken. An erster Stelle danken, dass Gott gut ist. Das ist seine Eigenschaft. Er ist so, er ist gut. Dass wir danken, dass wir dieser Aufforderung nachgegangen sind. Schmecket, wie freundlich oder wie gut der Herr ist. Und da ist die Wahl. Einer kann sagen, ich möchte das nicht. Und der andere kann sagen, doch, ich verlange danach, ich möchte es. Und wir als Kinder Gottes dürfen heute danken dafür, dass wir schmecken durften, wie gut Gott ist. Dafür wollen wir ihm danken, dass wir dieser Aufforderung nachgegangen sind. Und wir wollen bitten, dass Gott uns schenkt, dass wir diese Begierde haben, wie ich schon sagte, wie dieses kleine Kind nach dieser Milch, dass wir diese Begierde haben nach seinem Wort, um zu wachsen, um voranzukommen. Wenn wir geschmeckt haben, wie gut Gott ist, dass Gott uns auch schenkt, dieses Verlangen, diese Begierde nach seinem Wort. Und dass wir auch beten dafür, dass Gott schenkt, dass wir ablegen, die Dinge, die uns hindern und stören können, dass diese Begierde weniger wird oder komplett verschwindet, dass wir nicht mehr dieses Verlangen haben nach dem Wort Gottes, weil wir ausleben das, was wir nicht abgelegt haben. Dass Gott uns hilft in diesem, es zu leben, wie es auch uns, wie wir das im Wort gelesen haben, dass wir das ablegen und verlangen nach diesem Milch, nach diesem Wort Gottes. Und dass wir auch jetzt Zeit geben fürs Gebet. Und an erster Stelle war es mir wichtig, dass wir erstmal dafür danken, dass Gott gut ist. Aber auch dann bitten für das, was Gott uns auch aufs Herz legt, auch für die Nöte, die vermeldet wurden, dass wir auch jetzt Zeit geben für Gebetsgemeinschaft. Amen.